heute eine kleine Fahrradtour. Und zwar durch Oranienburg. Oranienburg liegt in Brandenburg. Eine schöne Kleinstadt. Ich fange jetzt einfach mal unspektakulär an. Und zwar bei unserem Kaufland. Hier sind so ein paar Einkaufsmöglichkeiten. Ja, Medimax, SB-Baumarkt. So, dann kommt einfach mal mit. Ich zeige euch mal im Schnellraster die Kleinstadt. Ich hoffe, man kann alle gut erkennen. So, los geht's. Schön mit Fahrrad heute. Das muss auch noch gerade gemacht werden. Polizei ist unterwegs. Dann fahren wir mal hier lang. So, haben wir hier Einkaufsmöglichkeiten, Parkplätze ohne Ende. Also hier ist immer voll, vor allem am Wochenende, Freitag sowieso, Samstag. So, den Halbstarken lassen wir mal durch hier. Voller Kaufland. Ja, eigentlich nicht schlecht. Ich werde mal den Fahrradweg langfahren. So, ich bin überall hier, keine Sorge. Oranienburg ist ja schon eine Kleinstadt. So, dann machen wir mal los. Ach, danke. Gibt doch noch nette Menschen. Schön immer auf dem Fahrradweg fahren. So. Warte, ein bisschen halbstarker. Jetzt Urlaub. Wetter ist heute wunderbar, knappe 25 Grad. Ist zum Fahrradfahren eigentlich optimal. Aber hier die Befestigung für die GoPro. So, ist auch einer vor der Tour de France, ist auch dabei. Er ist außer Form, aber nicht schlimm. Und der weiß auch nicht, wo der geht. Kreisverkehr. Sehr schön, meine ich. Lieber ein bisschen Kaffee riecht. Ich hoffe, man kann durch den Wind ein bisschen was hören. Modernisiert nach und nach. Die Kirche, ja, wie man sieht. Schön. Schön alt. Ich weiß gerade nicht aus welchem Jahrhundert, aber kann man sie auf jeden Fall mal angucken. Hier war vor einer Woche erst eine Hochzeit gewesen. Hatte ich schon alle zu bieten. Kommt gleich nächster Highlight, das Schloss. Hier
heiraten auch sehr, sehr viele. So, wo bin ich heute? So, hier müsste ich jetzt rüber. Stehen welche? Mann, Mann, Mann. Verkehr ist wieder ohne Ende heute. Richtig schön heute. Geht's? Ja, hier vorne ist der Schlossplatz. Hier finden auch mal sehr viele Feste statt. Sommerfest war vor ein paar Wochen. In die Henriette. Gibt auch ein Gymnasium hier. Da gehen unsere Anschlauen hin. Der Schlosspark, muss man Eintritt bezahlen. Aber dennoch sehr, sehr schön. Alles schön angelegt. Das Schloss, ich fahre da nochmal hin. Schloss hoch. Auch sehr, sehr schön gemacht. Euch den Innenhof mal zeigen. Oh nein, ihr Denkstück. Ja, und die Havel fliegt da zu durch. Ich zeig mal das kurz von hier. Ach cool, Kajak. Ja, Kajak kann man sich hier auch ausleihen. Da haben wir hinten Hafen. Da komme ich jetzt hier lang. Ja, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Stadt. Angelt da einer? Bestimmt. So, weiter geht's. Ja, ist wunderschön. Kann man sich wirklich mal anschauen. Für jemanden, der sich für interessiert. Jetzt müsste ich eigentlich rüber. Aber ich gebe mal hier mein Bestes. Geile Sushi-Bar. So, jetzt komme ich langsam zum Inneren. Hier ist immer voll. Ist immer voll hier. Weil hier, ja, immer Bahnhof langfahren. Stehen sie alle. Jetzt eigne mal den Weg. So, weiter geht's. Ist schon Stadtende. Auch sehr viele Einkaufsmöglichkeiten. Banken. Blumenshops. Hallo? So, die meisten Leute gucken auch natürlich mal, wenn man eine Kamera auf dem Kopf hat, als wenn man vor anderen Sternen ist. Ich versuche jetzt mal hier rüber. Ja. Schauen wir mal. Funktioniert. Das Signal kommt. Sehr schwierig. Schöner Idee. Ist ja auch nicht mehr.
mehrere Dörfer hier. Und ja, ich zeige euch das einfach mal. Halt! Ich hab Vorfahrt. Schön frisch heute. S-Bahn-Anschlüsse, Regionalbahn-Anschlüsse. Alle, was das Herz begehrt. So. Zur Rechten. Wird gerade ausgebaut. Ja. Fahren wir mal hier lang. Zwei. So. Wie gesagt, vom Wind her, ich hoffe, man kann es mal hören. Auf geht's, auf geht's. Buongiorno. Kommt nicht. Unter den Tunnel, wo die S-Bahn und die Regionalbahn lang fährt. Mal schön auf dem Fahrradweg fahren. Oh, laufen. So. Fahr jetzt auf jeden Fall zum Lehnensee, den zeige ich euch noch, weil der ist wirklich wunderschön. Da ist auch immer sehr viel los. Man Bahn, ist ein Fahrradweg. Genug. Brauchen wir sich keine Sorgen machen. Fressbu nur ohne Ende. Geradeaus weiter kommt man. Ja. Finanzamt, Polizeistelle. Und ich fahre jetzt, wie gesagt, zum Lehnensee. Vor allem für Fahrradfahrer ist das eine super Strecke. Da kann man um Lehnensee fahren, Bahn gehen, alles rein und füttern. Aha. Gleich muss ich jedenfalls rüber, nochmal. Die werden wir mal noch überholen hier. Blinker setzen. Langsam brennt in den Knochen. So muss es sein. Der Kadaver muss ich ein bisschen auslüften. Da bauen sie wieder. Jetzt wird es gleich ein bisschen ruhiger vom Verkehr her. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht rüberkomme. Ah, da ist eine Insel. Ist nicht schlecht. Vorbildlich natürlich. Auch nicht. Bremsen und rum. Hochfrei, feuerfrei rüber geht's. Einkaufen wollen wir nicht. Der nächste rechts. Upsala. So. Weiter geht's. So. Kommt das nächste auf jeden Fall. Jetzt, wie gesagt, bin ich schon recht
Richtung Lenitzsee. Kann ich jedem empfehlen, zum Bahn, picknicken, entspannen, trinken, feiern, alles. Alles, was euch so Spaß macht. Ja, jetzt muss ich mal kurz schauen. Komm, Junge, komm. Drück durch die Knie. Oh, das steigt wie so. Durst. Ich werde mal nach vorne anhalten. Oh, ist leicht warm. Ich zeige euch mal. Wir treten auf eine Gefahr. Ist immer sehr, sehr gut. Ich fahre jetzt einfach mal hier rum. Zack. Oh, so. Hier ist schon ein Stück vom Lenitzsee zu sehen. So. Kann man schön mit Boote langfahren. Alles herrlich gemacht. Und ja, hier kann man angeln, bahnen, alles. Puh, Mann, ist das warm. Mal gleich bahnen gehen. So, weiter geht's. So. Mal schön gucken, Schulterblick. Mal vorhin hat es ja fast geklappt. Ja, die wollte irgendwie nach links, ich geradeaus, und irgendwie hat sie mir die Vorfahrt genommen. Kreisverkehr, die Kleine. In diesem Sinne, tut mir leid, ich nehme mal Rücksicht. Jetzt kommen wir zur Hauptbadestelle und wo sie die meisten aufhalten. Hier ist wieder ein Fokus. Wie man schon sehen kann, vereinzelt. Fußball spielen kann man für die Kinder, also Spielplätze. Rote Yachthafen, Charter, so. Zuckerplatz, Volleyballplatz für die Kinder, haben sie gut gemacht. Fußballplatz und hier geht's los. Hier hat man halt mehrere Möglichkeiten, im Schatten zu liegen, Bahn zu gehen, tauchen, mit Boot raus, Luftmatratze, Hausboot, cool. Sehr coole Sache. Hausboot. Ja, ja, die machen sich auch sehr bequem hier. Schön. Sehr, sehr schön. Die haben sich verdient auf jeden Fall im Ruhestand, so wie es aussieht. Ja, sehr gut. Freut mich immer sehr. So, ja, wie gesagt, das ist schon wirklich groß. Man hat 1, 2, 3 Badestellen. Dann fahre ich jetzt einfach mal die Fahrradstraße weiter, um den jetzt hier rum bis zur Brücke. So, Feuer frei. Hoffen, dass das von vorne kommt. Ja, in den kleinen Schwenker. Bisschen schneller. Sehr gut. Bei dem Wetter wird da bestimmt auch noch schon außer Petri Heil auf jeden Fall. Petri Heil, weiß auch nicht, kann ich verstehen. Ist so gut auf Deutsch. Viel Glück beim Angeln, viel Spaß. Und ich fahre jetzt, wie gesagt, den Fahrradweg lang. Oh, Nanu. Der Gerät. Fahrradweg lang, direkt in den See. Ist echt schön. Hier Fahrrad liegt immer. Das ist eine wunderbare Strecke. Aber auch zum Spazieren gehen, wenn man ein Date hat. Alle kein Problem. Hier kann man sehr gut tun. Ja. Muss ich aber langsamer. Brennt schon gut. So, wo bleiben wir jetzt mal? Natürlich haben wir auch ganz viele Tiere hier. Beide Vögel angefangen, Fische alle drin. Blei, Karpfen.
Karpfen, Schleiwels, Hecht, Sander, Aal, Ügel, Rotfeder, Barsch. Fallen bestimmt noch ein paar ein. Ja, vorne Vögel her, Schwäne, Stockenten, Lesshühner, Haumtaucher. Na gut, Haumtaucher, ihr habt das auch genug in der Stadt. Ja, die haben wir ja schon gesehen vorhin. Schauen wir mal. Junge, Junge. Wenn das mal kein Sport ist, ich fange ja schon echt an zu schwitzen. Oh, da war ich. Komoran steht bei uns unter Naturschutz. Die meisten Angler hassen den, weil er ja viel Fisch wegfrisst, aber naja, der muss halt auch leben, ne? Biber haben wir sehr viele. Und die Seerosen hier. Hier vorne die Ecke hier hinten am Venetsee. Kann man die auch sehr gut. Jetzt müsste gleich zum ersten Checkpoint kommen. Also vorne. Ist wie gesagt eine sehr beliebte Ecke, auch für die ganzen Angler. So ein schöner Hotspot hier. Ja, hier hoch. Ich fahre jetzt mal weiter den Weg. Oh. Immer weiter die kleine Straße lang. Ich werde den Boden mal einholen. Die warten natürlich, dass sie eingeschleust und durchgeschleust werden können. Opa, kommst du runter? Ihr Platzgeldhemd. Oh. Jetzt von der Brücke aus. Oh, schön. Guck mal. Kannst den schön auf den Teller gucken. Mit Solar, sehr gut. Er guckt auf jeden Fall gut. Geil. Oh, da hinten ist ein das Mischschrott. Das sieht fast aus wie Alu alles. Der hat zu tun. Die Seite hier sieht man gleich. Da sieht man ja schon die Schleuse. Auch sehr gut gemacht. Ja. Hier ist auf jeden Fall der Abschlusspunkt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von Oranienburg, auch überzeugen, mal herzukommen. Eine Fahrradtour zu unternehmen, Eis essen, so einen Döner, alles. Was trinken, Cocktails. Ich versuche jetzt mal hier rüber zu kommen. Ja, sehr gut. Und zwar, hier haben wir jetzt. Oh. Ja, hier vorne müssen sie natürlich warten jetzt, um ihr Signal zu bekommen, was sie eingeschleust werden können. Da angelt einer. Und da haben wir die schöne Schleuse. Ja, dann haben wir es soweit. Ich gucke noch mal, ob ich noch mal rüberkomme. Jupp. So, mit diesem Blick jetzt auf den Lenetsee verabschiede ich mich in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Beste Grüße Batman TV. Meinen Kanal weiterhin abonnieren, Daumen hoch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in diesem Sinne und diesem Ausblick, bis bald, wir sehen uns, euer Batman TV.